Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es ist jetzt Zeit, wieder Vorräte anzulegen und einer davon muss auf meine Regale nicht fehlen. Das sind die Getränke. Wir nennen es Kompotz, weil hier gibt es was zu trinken, aber es gibt auch was zum Naschen. Und diese Kompotz kann man auf unterschiedliche Weise zubereiten. Gerade wie es das im Garten kommt, die Beeren, Äpfel, Birnen, wer was da im Garten auch hat, kann man immer so eine Mix-Kompotz-Getränke machen und immer sind die mit einem anderen Geschmack. Im Winter ist es herrlich und da muss man nicht gehen und so eine teure Säfte kaufen, die sind auch um die Hälfte verdünnt mit dem Wasser. Ich versuche etwas konzentrierter zu machen in einem Glas, weil meine Meinung, ich will keine Leitungswasser einkochen. Ich möchte gerne etwas konzentrierter das zubereiten und vielleicht, wenn ihr das sieht, sagt, oh, so viel Zucker oder so. Aber so haben wir auch früher gemacht. Dann haben wir, wenn wir aufgemacht, wir werden das auch aufmachen, das ist noch von dem letztes Jahr, ich hoffe ihr seht das, 3.7.23 und wir machen das jetzt auf, klick, das heißt alles gut und ich werde euch jetzt zeigen. Und da kommt schon eine Beere mir entgegen und die sind dann so knackig. Das ist jetzt die Kirsche und die ist wirklich nicht matschig, so dass ich mal drauf mache, beißt und sie so verkocht. Die ist aber fest. Ich kann die beißen. Entschuldigung. Und die ist so wie was eine frische Kirsche. Natürlich schmeckt sie nicht so wie eine frische Kirsche, aber die schmeckt nicht matschig. Die, auf die kann man richtig schön kauen. Und die Kompotz, natürlich, die sind jetzt etwas süß. Perfekt sogar zum Trinken. Hier wahrscheinlich habe ich sehr wenig Zucker reingemacht. Jetzt richtig perfekt zu trinken und hat wunderbaren Kirschgeschmack. Sieht toll aus. Naja, es kommt darauf an, wie viel Zucker habt ihr da reingemacht. Wenn ihr etwas mehr Zucker reingemacht, dann kann man das auch verdünnen. Und zum Beispiel meine aus der Familie mögen das jetzt mit Sprudelwasser verdünnen, dann haben die auch gleich Kohlensäure und dann schmeckt wie eine Limonade. Das möchte ich euch heute zeigen. Ich habe schon ein paar Rezepte für Kompotz, einfach große Gläser zu machen, wenn man so eine große Familie ist. Aber jetzt sammle ich auch die Flaschen und meine Kinder auch sammeln die Flaschen, bringen mir. Da kann man schön auf dem Tisch stehen, sogar wenn mal Besuch kommt. Und heute habe ich mir vorbereitet Aprikosen, Weintrauben, Kirschen. Unsere Kirschen gerade jetzt kommen, es noch nicht so richtig reif sind. Dann habe ich mir noch ein Ananas und das werde ich auch das reinmachen. Die gekaufte Obst oder sogar Gemüse wasche ich erstmal in Natronwasser. Ich nehme 1 Liter Wasser und gebe da 1 Esslöffel Natron. Brauchen wir nicht geizen, weil wir wollen wirklich einen sauberen Obst anlegen. Mache dann jetzt in die Schüssel und lege alle Beeren und auch Ananas rein, ungefähr für 15 Minuten. Danach hole ich das Obst raus und spüle nochmal mit dem sauberen Wasser unter dem Wasserhahn. Ja, dann haben wir ein sauberes Obst. Flaschen habe ich auch schon vorbereitet. Die Flaschen einfach sauber machen, danach mit kochendem heißem Wasser aus Wasserkocher übergießen und stehen lassen, bis das so abkühlt. Ich schüttle meistens immer, dass noch auch auf den Deckel heißes Wasser kommt nochmal. Und dann wegschütten und dann können wir schon unser Obst einfüllen. Sterilisieren gibt es keinen Sinn, wenn wir danach frische Obst reinmachen. Wir werden
die Methode zweimal heiß auffüllen verwenden. Das haben wir immer gemacht, wo ich noch in Kasachstan gewohnt habe. Ich kenne ganz andere, das gar nichts mit Gurken, Tomaten oder Obst, haben wir immer zweimal übergossen. Es ist sehr wichtig, wirklich zweimal. Erstmal mit Wasser und dann kochen wir Sirup aus diesem Wasser und übergießen das zweite Mal. Es hält wirklich bombensicher. Es muss wirklich nur ein Zufall sein, wenn mal ein Glas irgendwo kaputt geht oder hoch geht, dann ist das. Oder Deckel war nicht in Ordnung oder was ihr übersehen an dem Obst. Obst muss wirklich gute Obst sein. Nichts Faules oder was rausgeschnittenes, großzügig. Nicht für diese Sache. Für Marmelade ja, aber nicht für diese Sache. Es muss wirklich alles schön sauber sein. Und dann im Winter freut ihr euch wirklich für so ein Getränk auf dem Tisch aus eurer eigenen Garten oder mit eurer eigenen Hände gemacht. Dann wisst ihr Bescheid, was ihr überhaupt da reingemacht habt. Als Säure und Haltbarkeit nehme ich heutzutage Zitrone, aber früher gab es keine Zitrone, haben wir immer Zitronensäure genommen. Und als Geschmack habe ich mich hier vorbereitet, ich mache zwei Richtungen, einmal mit dem Zimt, Ananas wahrscheinlich mache ich mit Vanille, das ist auch euch überlassen, wie gerne ihr möchtet das machen. Und noch eine Kleinigkeit beim Obst sauber machen in Natronwasser, seitdem ich mit ätherischen Ölen mich beschäftige, gebe ich auch noch ein paar Tropfen von Limon ätherischen Öl. Die Limon ätherisches Öl, er hat wirklich so eine Wirkung, dass er zieht alles Schlechtes aus der Obst oder Gemüse raus. Manchmal sogar, wenn man so wäscht, es ist sauberes Wasser, aber wenn man so 5 oder 10 Minuten lässt, steht mit dem Limonwasser, dann wird man sehen, wie dreckig dann Wasser wird. Ganz ehrlich. Wenn ihr das habt, macht ihr in Natronwasser noch ein paar Tropfen Limon. So, meine Lieben, ich werde jetzt die Kamera nach unten machen. So, wie gesagt, jetzt erstmal für 15 Minuten in Natronwasser lassen wir unsere Obst also ziehen. Ich schneide das erstmal ab, lege rein und dann die restliche auch Obst. Die Aprikosen sollen noch schön fest sein, dass die bei euch da im Glas nicht auseinanderfallen, wenn die zu reif sind. Reife Aprikose lieber dann für Mousse oder Marmelade verwenden. So, den Natron im Wasser jetzt aufgelöst, geben wir noch so 5-6 Tropfen Limonöl und geben wir das über den Obst. So, ich mache noch 1 Liter, dass es alles schön im Wasser ist. Und 15 Minuten einfach stehen lassen. Ab und zu kann man natürlich hier schon ein bisschen schrubben an den Obst. So, es sind jetzt 15 Minuten vorbei. Zwischendurch habe ich schon ein bisschen auch so geschrubbt. Und jetzt können wir unser Obst rausnehmen, dass wir es noch richtig mit sauber Wasser abspülen. Kann man mit der Bürste ein bisschen so rau Schale abbürsten. Und besonders bei dem Ananas richtig schön abschrubben. Die Schale von Ananas kann man auch anwenden für zum Beispiel unser Getränk Surica. Oder in manchen Ländern bereiten auch ein sehr gesunder Tee als Verdauungstee. Da kocht man diese Schale, großzügig schneidet ab, kocht man die ungefähr so 15-20 Minuten mit dem Zimt, Kardamom, Nelke kann man reinmachen, wer will, was möchte gerne. Und dann siebt man das durch und gibt das als Verdauungstee. Ich habe schon gemacht bei der Surica, den Getränk, was wir machen, wenn es schöne, sonnige Tage. Und da kann man diese Schale auch da reinmachen. Gibt auch schönen Fruchtgeschmack. So, ich gehe jetzt erstmal an die Waschbecken und spüle den Obst einfach mit sauberem Wasser durch.
so gut mit sauberem Wasser abgespült und jetzt ablaufen lassen. Ananas ist auch fertig und die Kirschen auch kurz abspülen. Als erste werde ich heute Ananas verarbeiten. So, erstmal schneiden wir natürlich die Haut ab. Und wie gesagt, könnt ihr es probieren oder in Sudeza reinmachen oder Tee kochen. Alle Augen, was hier sind, müssen wir rausschneiden. Die Mitte müssen wir auch rausschneiden für Kompott. Diese vier Stücke gehen dann in Kompott. Und die werde ich auch etwas kleiner schneiden, dass die gut in die Flasche reinpassen. So, die Flasche habe ich jetzt vorbereitet. Die sind alle sauber. Deckel ab. Und kann ich schon da den Obst geben. Nach eurer eigenen Geschmack. So viel, wie ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel wolltet nur Ananas jetzt, dann könnt ihr nur Ananas dazu geben. Aber muss ungefähr ein Drittel mindestens von Obst sein, sonst wird es lasch. Ich gebe in jede Flasche so ein Viertel. Es haben mich schon auch mal gefragt, warum kochst du einfach Obst nicht im Topf und gibst du nicht in die Flaschen? Das ist ganz anderer Effekt, glaubt mir. Denn Obst wird verkocht, wird matschig, wird weich. Und wenn wir mir zweimal übergießen, ist es ganz anderer Effekt. Deswegen nehme ich mir lieber die Arbeit zweimal übergießen, als ich habe dann Matsch im Glas. So, und jetzt können wir uns entscheiden. Oder wir geben Aprikose dazu oder die Weintrauben und lassen wir den Kompott einfach nur hell. Und ich glaube, ich werde einfach Weintraube zum Ananas geben. Ich glaube, das wird auch schon passen. Und so kann man unterschiedliche Kompotts machen, so wie die Obst und Beere im Garten kommen. Parallel könnt ihr im Wasserkocher schon Wasser kochen oder im großen Topf. So, wie gesagt, die vier Gläser, nur Ananas und Weintrauben. Und die drei mache ich mit Kirschen und Aprikosen. Die Kirschen entsteinere ich nicht. Wenn ihr habt in die Kirschen Würmer, dann würde ich die natürlich lieber aufschneiden. Unbedingt alles gut nachgucken, dass nichts was Faules oder Schlechtes reinkommt. So, die Kirsche habe ich jetzt aufgeteilt und jetzt schneide ich noch ein paar Aprikosen rein. Kern raus und mache Viertel. So, die Beeren habe ich jetzt alle aufgefüllt, die Flasche. Wasser im Wasserkocher schon kocht. Und jetzt können wir den Obst mit heißem Wasser übergießen. Richtig mit kochendem Wasser. Und Deckel einfach nur leicht drauf machen. Nicht festdrehen. Und lassen wir jetzt unsere Gläser ungefähr 15 Minuten ziehen. Denn Obst im Glas soll sich richtig durcherwärmen. Und das ist das Wichtige. Und beim zweiten Mal wird es dann konserviert. So, machen wir erstmal alle Gläser voll. So, und bis dass unsere Gläser hier stehen und ruhen, in dieser Zeit habe ich mir schnell mein Ananas hier reingelegt. Auf dem Balkon habe ich noch Pfefferminze und Thymian. Und wenn wir ins Wald gehen, spazieren, dann hole ich mich noch Wildbrombeer und Wilderdbeer. Und da, was ich alle so finde, Lappkraut. Und dann gebe ich auch noch dazu. Und das stelle ich jetzt schon auf die Sonne. Und so nebenbei wird alles so gemacht. Und dann wird es eine sehr leckere Sürze mit dem schönen Ananasgeschmack. Richtig so schön kräftig und lecker im Geschmack. Das wollte ich euch nur nebenbei zeigen, was kann man noch mit Abschnitten machen. Nicht unbedingt gleich wegschmeißen. So, es sind jetzt schon 20 Minuten vergangen und die Gläser sind wirklich noch relativ heiß. Aber wir werden schon weitermachen. Erstmal brauchen wir Zitronensaft.
rollen erstmal ein bisschen. Und ich nehme jetzt eine Hälfte von Zitrone für zwei Flaschen. Drücke die raus. Es ist jetzt eine Bio-Zitrone, kann man auch Haut abschneiden, fein trocken lassen und sich einen Zitronenzucker auch machen und für die Backen dann verwenden. Das haben wir. Und jetzt werden wir unsere Gläser absieben in einen größeren Topf. Es ist schon fast zugezogen. Wenn etwas noch doch heißer, dann nehmt euch ein Tuch. Ich gebe es jetzt auf den Sieb, dass die Früchte alle im Glas bleiben. Das ist einfach frei. Gleich die Deckel drauf, dass nicht alle so mit dem Dampf abkühlt sehr stark. Riecht schon richtig schön nach Ananas. So, das haben wir. Jetzt geben wir Zitronensaft von einer Zitrone hier rein. Und wie gesagt, ich wollte es jetzt mit dem Zimt anmachen, deswegen gebe ich noch so ein Röhrchen. Es kann man zum Beispiel jetzt Pfefferminzzweige reinmachen, dann habt ihr etwas Pfefferminzgeschmack da rein. Dann Zucker. Zucker, so 50 Gramm für diese 750 Milliliter wird ausreichen. Kann man aber ein bisschen mehr reinmachen, wie gesagt, konzentrierter und danach einfach verdünnen. Aber das müsst ihr selber entscheiden, wie viel Zucker ihr nehmt. So, lassen wir das jetzt auf dem Herd richtig sprudeln, aufkochen. So, unser Zuckerwasser ist aufgekocht mit der Zitrone. Ihr könnt ja auch ruhig probieren, wie es jetzt für euch schmeckt. Ob ihr wolltet etwas säuerliches, dann könnt ihr noch Zitrone dazu geben. Oder ihr wolltet, dass es so süß bleibt. Und jetzt, so heiß, werden wir wieder zurück in die Gläser geben. Das Wasser stelle ich wieder zurück auf den warmen Herd, dass es mir nicht abkühlt. Und hier nehme ich immer diesen Schaum weg. Der Schaum ist nur wegen des Aufgießen. Ein getränktes Tuch mit dem Essenzessig und dann den Rand sauber machen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir haben zweimal umgedreht und natürlich die Früchte auch dran gekommen. Deswegen ist es sehr wichtig, schön alles sauber machen. Sich nicht verbrennen, es ist sehr, sehr heiß. Festdrehen und ich stelle kurz auf den Kopf. Die bleiben so stehen, bis ich alle die übergieße. Und so machen wir es weiter. Und so machen wir weiter mit dem nächsten. Es ist hier ganz bisschen übrig geblieben. Ist nicht schlimm. Es hat schon sich zugezogen. Das ist mit zweimal übergießen. Vielleicht sieht es kompliziert. Aber wenn es das öfter gemacht hat, macht gar nichts. Ich finde, es ist auch nicht mehr Arbeit, als wenn ich jetzt im Einkochautomat mache. Und wiederholen wir das alles. Geben wir Zucker dazu, Zitronensaft. Es kommt darauf an, wie süß die Früchte sind. Es kann man auch mehr Zitronensaft dazu geben. Ich gebe gleich komplette Saft rein und Vanilleschote. Die schneide ich nur auf und gebe rein. Und kochen wir das auch wieder auf. So, und das jetzt das letzte. Vanilleschote habe ich rausgenommen und jetzt mit kochen heißem Sirup übergießen. Auch wenn es zu viel Schaum, nehme ich das ab. Alles sauber und zu. Und auch kurz auf den Kopf stellen. Und so geht es weiter. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig und haben uns wieder auf unsere Vorratsregale wieder was Leckeres gemacht. Schaut, was für so eine tolle Farbe ist schon. Aber wenn es steht so 2-3 Wochen, dann werden die Früchte in das Wasser ihren ganzen Geschmack abgeben und natürlich auch Farbe. Und danach, schaut, das war auch genauso hell und jetzt ist es so kräftig.
und schmeckt sehr gut. Und wie ihr mich kennt, besonders mit diesen zweimal übergießen, da decke ich immer mit den einen Decke zu und lasse dir das langsam abkühlen. Meistens steht es bis zum nächsten Tag und am nächsten Tag räumen wir das auf unsere Regale. Und hält es wirklich sehr lange. Ihr habt jetzt selber gesehen, es ist jetzt ein Jahr und einfach frei, aber das kann stehen wirklich mehrere Jahre. Es wird nichts passieren. So, liebe Freunde, ich hoffe, das wird euch gefallen, mein Video, und einer oder die andere wird das nachmachen, ausprobieren und mir vielleicht einen Kommentar schreiben, wie ist das für euch geschmeckt, wie schmeckt das für eure Familie. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!